Dieses Experiment ist nur was für wirklich Mutige. Oder besser gesagt, es ist der ultimative Paar-Vertrauenstest. Wie würden Sie reagieren, wenn der oder die Liebste einfach mal zu Ihrem Handy greift, um sich ein wenig darin umzusehen? Schon scheiße, weil, naja, das ist halt mein, so, die ganzen privaten Sachen sind natürlich auf dem Handy und private Informationen und Bilder und so. Also fände ich jetzt nicht so nice. Erstmal alles löschen und dann kann man so Passwort, so ohne Passwort lassen. Finde ich absolut No-Go. Ja, weil es meine Privatsphäre ist und er sollte mir da schon in gewisser Hinsicht vertrauen. Kann sie machen. Perfekt. Wir waren nämlich unterwegs und haben Paare gesucht, die das Handy des anderen ebenfalls erkunden wollen. Bitte schön. Kennen Sie Ihren Sperrcode des anderen? Wir haben Finger-Touch. Ja, ich schaue manchmal ins WhatsApp und Snapchat. Ich möchte nicht kontrollieren, aber mich interessiert es einfach, mit wem man schreibt. Die Inhalte der Handys sind schon bekannt, nichts Überraschendes. Und genau so ist das offensichtlich bei vielen Paaren. Weißt du, dass ich jederzeit von ihr nehmen darf? Ja. Und sie eigentlich auch von mir? Ja, ich kenne eigentlich alles. Ich eigentlich auch. Als flüssige Zeit war, als ich noch durchgucken soll. Nee. Ich weiß auch dein Code, du bist mein Code, ist eigentlich kein Problem. Ich vertraue ihr blind und umgedreht hoffe ich auch. Ja. Bei diesem Paar gibt's allerdings einige Schwingungen. Während er in ihrem Browserverlauf nichts Schlimmes findet, gibt's bei ihm Erklärungsbedarf. Könnt ihr vielleicht voraussagen, also ich lösche regelmäßig meinen Browserverlauf. Ja, ich auch. Ja. Nee, den Verlauf richtig? Ja, oder? Ja. Also ich mache immer nur die... Nee, ja. Ich lösche immer den Verlauf komplett. Weil das, okay. Ja. Warum? Einfach so. Also ich weiß nicht, ob ich es da jetzt gemacht habe. Ach so. Du hast ihn wirklich gelöscht. Nee, das mache ich regelmäßig. Du bist ein Arsch, weißt du das? Das mache ich regelmäßig. Ich lösche ab und zu einfach den Browserverlauf. Ob es bei den beiden noch weiteren Zündstoff gibt, sehen wir gleich. Erst versuchen wir unser Tauschglück nochmal bei diesem Pärchen. Erstmal vorsichtig rantasten. Wie steht ihr zu Treue und Ehrlichkeit? Höchste Priorität, weil Ehrlichkeit gehört in einer Beziehung dazu. Und wenn ich ehrlich ist, kann die Beziehung auch nicht weiterführen. Dann ist es doch sicher kein Problem, wenn ihr beide mal kurz eure Handys tauscht. Das ist so Vertrauensbruch. Ja, genau. Okay, aber ihr würdet das jetzt nicht für uns mal tauschen, einfach so? Mir ist es egal. Ah, die beiden tauschen doch noch die Handys, zumindest für den Bruchteil einer Sekunde. Ich will da gar nicht, ehrlich gesagt, ich will da gar nicht reingucken. Okay, warum nicht? Ich vertraue ihr und brauche ich da nicht reinzugucken. Okay, wie ist bei dir? Es geht so, weißt du. Was meinst du mit es geht so? Schon gerne wissen, mit wem er so schreibt, aber... Tja, das ging nicht, denn schwupp verschwindet das Handy ihres Freundes sofort wieder in der Jackentasche. Zurück zu Paul und Lotti, wo er sogar relativ zielstrebig unterwegs ist. Ja, mich würde erstmal grundsätzlich interessieren, was über mich geschrieben wird, das ist so. Das, was erstmal für mich im Fokus steht. Positives natürlich. Paul hat Flugangst, das muss auch nicht jeder wissen. Danke. Sonst hast du den Test erstmal bestanden. Was ist das denn? Das sind Fotos, die wir uns in der Jungstruppe schicken. Die Bilder, die sie sich in der Jungsgruppe schicken, müssen wir aus Jugendschutzgründen unkenntlich machen. Aber auch bei ihm kommen Fragen auf. Wie oft postest du bei Instagram? Na, so wie ich Lust habe. Also ich poste, bin ich nicht regelmäßig unterwegs. Immer auch Bilder von mir. So. Von uns beiden, ja. Ja, also. Ja. Das wusstest du gar nicht. Davon weiß ich zum Beispiel gar nicht so. Nicht nur die Bilder, auch die Beschreibungen überraschen Paul. Ich finde auch interessant, was du für Riesenromane da immer drunter schreibst. Also nur mal als Beispiel. Da sind Riesentexte drauf und ungefähr 2,4 Millionen Hashtags. Na, 2,4 Millionen ist ein bisschen hochgegriffen, aber es wird gesehen. Und übrigens trotzdem danke für die Einblicke. Offensichtlich herrscht zum Großteil Ehrlichkeit und Offenheit bei deutschen Paaren.